Dann hoffe ich einfach mal, dass quasi jetzt damit auch Was ist das für ein Geräusch? Never wanted the easy path. What's in here? Warte mal, der wird uns bestimmt noch eine. Können wir mal gucken, was hier so noch so. Grenzüberschreiterstiefel. Wenn du spudest, erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn. Das ist cool. Okay, wir sind. Ne, das Schild des Glaubens noch. Ich dachte schon, dass wir überladen werden. Was wir auf jeden Fall noch. Wir müssen noch wegen den Artefakt gucken. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo. Jetzt sind wir überladen. Müssen wir so machen. Müssen wir Shadowheart noch ein bisschen was rüberschieben. Ein bisschen was, was schwer ist. Was haben wir hier? Amulett des Auserwählten von Selun. Seluns Träume. 1 bis 8 heilen. Ein Verbündeter, den du berührst, regeneriert. Schläft jedoch möglicherweise ein. Beistand, heile dich und erhöhe deinen Trefferpunkt maximal um 5 bis zur langen Rast. Da können wir eigentlich ihn geben, dann geben wir ihr das andere Amulett. Jetzt bräuchten wir bloß bei Gelegenheit noch ein Amulett, was uns so vielleicht so ein bisschen was bringt. Aber nur so ein bisschen. Und wir müssten noch ein bisschen mehr aussortieren. Jetzt nicht ins Lager senden, zu Waren. So. Das auch. Ja, wir haben halt immer noch von relativ hohe. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich hier in der Kiste, also hier in der Reisetruhe noch viel drin habe. Denke ich mal zumindest. Wenn ich Wildes gebe, ist er auch überladen. Also wir sollten bei Gelegenheit auf jeden Fall wieder einen. Ja, das ändert nicht wirklich viel. Weil die. Das Fass bringt halt auch so ein bisschen was. Und der hier wahrscheinlich auch. Den könnten wir ins Lager senden. Ja, den Rest hier müssen wir bei Gelegenheit so machen. Aber wir könnten jetzt eigentlich, dadurch, dass Horsen befreit ist, prinzipiell. Was haben wir hier? Kette des Bestienmeisters. Tierfreundschaft. Das wäre was für Horsen wahrscheinlich. Höchstens 3 haben. Der Zustand endet vorzeitig, wenn das Ziel. Bei höherer Schwierigkeitsgraden wird das Ziel möglicherweise. Überzeugt ein Tier, dich nicht anzugreifen. Ja, eigentlich ein bisschen so. Gut, den Gefängnisschlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die Zweihandachse würde ich noch mitnehmen, aufheben. Aber wobei, komm, wir heben ihn auf. Hier oben sind noch Beweistruhe und. Also, okay, hier wäre quasi das Gefängnis gewesen. Wenn wir im Goblin-Lager irgendwas angestellt hätten, höchstwahrscheinlich.
Mysteriöses noch? Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Intelligenzwurf. Ich würde fast sagen, wir ziehen die Leiche erstmal aus dem Loch heraus. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Toter Elf hat leider nichts, aber ich. Still blocked. It should be easy enough to clear. Es müsste allerdings trotz alledem noch irgendwo einen Weg weiter runter geben, oder? Weil, hier ist eine Tür. Wo führt diese Tür hin? So? Nee. Heiltränke, sehr, sehr gut. Ist gerade so ein bisschen. Sind schon wieder überladen. Okay, das heißt, wir müssen aber weiter umlagern, so ein bisschen. Was haben wir hier eigentlich alles drinnen noch? Sortieroption. Neueste. Was mit. Was ich mal gucken würde gerne, ist, wie schwer ist diese Kiste? 23,2. Es geht eigentlich. Wir könnten allerdings auch mal sortieren. Beziehungsweise wir könnten mal nach Gewicht sortieren. Das wäre, glaube ich, der Reiserucksack. Der wiegt ganz schön viel. Könnten wir so ein bisschen was abgeben an die sind zum Beispiel relativ schwer, die hier wiegen halt auch so ein bisschen was. Was wiegt denn da, können wir da auch noch mal innerhalb dessen nach Gewicht, was ist das, gegrilltes Schweinebauch, 15 wiegt der, ja, den geben wir mal hier noch mit rein. Okay, dann hätten wir zumindest das Gewicht ein bisschen verteilt, könnte man sagen. Können wir mal noch weiter gucken? Käse. Anything of use? Ich wollte eigentlich mal gucken, bei Gelegenheit, was. Sagst du mir, dieser Erfolg gewesen ist, den wir bekommen haben. Aber, ja, dieses Geräusch, frage ich mich auch, was das für ein Geräusch gewesen ist. Aber scheinbar kommen wir hier auch nicht sonderlich viel weiter. Die Holztruhe könnten wir noch. War aber auch nichts drin. Klingelschlüssel brauchen wir nicht. Okay, hier war nur das da. Ansonsten waren wir hier, glaube ich, jetzt schon überall. Und daher könnten wir wieder raus. Meine ich. Außer, ich weiß jetzt nicht. Doch, hier drinnen waren wir schon, aber wir hatten keinen Wurf. Chat, sonst alles gut bei euch. Wie geht's euch heute? Wenn wir in den Abgrund springen. So.
Goblin-Lager. Teehaus. Suche nach Anzeichen, Gefängnikrippe. Quests. Ich würde halt schon gerne nach dem Nachtlieb. Wir haben den Tempel erreicht, in dem sich angeblich Nachtlieb befinden soll. Wir sollten danach suchen. Okay, wir waren aber auch noch nicht überall tatsächlich. Wo es eventuell weiter nach unten gehen könnte. Und Mastarion ist überladen. Yes. Wieso kannst du den nicht aufmachen? Wo ist die Gruppe? Mastarion ist da. So, jetzt sollte es gehen. Sie nicht auch einen Reiserucksack? Was ist mit ihrem Reiserucksack? Da. So. Is that blood? No, never mind. Gut, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen. Wir müssten, glaube ich, nochmal zurück. Es kann auch sein, dass wir hier nach unten nochmal müssen. Um zu gucken, ob es dann noch weiter nach unten geht irgendwie. Hier war ein Höhleneingang. Aber da sind wir, glaube ich, auch nicht viel weiter gekommen, meine ich. So. Okay. Gut. Dafür reicht es leider nicht. Dann versuchen wir mal hier das so. Es macht aber nur 55. Ich würde es trotzdem mal probieren. Sehr schön. Super. Das ist jetzt natürlich blöd. Es war nicht so gut, dass ich beide in dieselbe Ecke gestellt habe. Aber, ja. Ah, schade. Wen greift er an? Okay, niemanden. Und wir könnten versuchen mit Heimlichkeit. Das ist ein Vorteil gegen... Wenn wir hier rüberspringen, es zählt als Aktion, ne? Ja. They will know what bit them. Ja, egal. Gut. Ich mache jetzt aber keinen Tatendrang. Ist jetzt zu nah für da dran, so? Ja, wären wir prinzipiell im Nachteil. Leider, weil es hier zu nah ist. Ich versuch's trotzdem mal. Schade. So, jetzt wären wir am Vorteil. Sehr schön. Das hat doch einwandfrei funktioniert. Und noch ein Zweihand möchte ich eigentlich nicht. Stehen. Still alive. So, that's progress. So, was hat er hier? Den Rest lassen wir jetzt mal da. Müssen wir jetzt leider so ein bisschen gucken, was wir mitnehmen. Oder halt auch nicht. Den können wir noch mitnehmen.
Ja, runterspringen in den Abgrund wäre. Wobei, das ja hier so suggeriert, dass man halt runterspringt. Oder runterspringen soll, prinzipiell. Also ich würde es gerne mal probieren. Nachdem wir hier aber sonst nichts weiter gefunden haben, höchstens. So, ich würde mit Ihnen gerne nochmal sprechen. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Safer in here than out there. Okay. Wenn wir jetzt einfach mal dein Ding jetzt aufmachen. Hatten wir seinen Käfig nicht schon aufgemacht, sag mal? Angriff! Du Gupsi, vielen lieben Dank für dein Raid und ein herzliches Hallöchen, dich, deine Zuschauer. Was gab's bei dir, Feines? Attacke! Und hey, Rayleigh und Shane of Dante. Hallöchen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitgeradet habt. Und Sabal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schön, dass du auch mit rübergekommen bist. Wie geht's euch? Und, Moment, Chat. Ich mach mal eben ein SU für die Gute. So. Vielen lieben Dank nochmal für den. Sorry, dass das so ein bisschen abgehakt ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich habe keinen Plan, warum, weswegen, weshalb das so ist. Immer gern. Vielen lieben Dank. Also Chat, also diejenigen ausgeschlossen, die jetzt mit rübergekommen sind, schaut gerne mal vorbei, lasst ein Follow da und beim nächsten Mal, wenn es live geht, lasst ein bisschen Liebe da. Auch ein bisschen mehr, je nachdem. Wie weit bist du? Denk mal, du hast auch Baldur's Gate 3 gespielt, gehe ich von aus. Und um mich erstmal vorzustellen, ich bin der Creepy, aka, also Real Life Name Christian, Chris, wie auch immer. Relativ gechillter Typ, also wirklich gechillt. Wo manch anderer vielleicht schon am Ausrasten ist, bin ich auch gewissermaßen noch die Ruhe selbst, könnte man sagen. Habe manchmal so einen leichten Hang, den Sterbekönig zu geben. Also ich liege gerne im Dreck rum. Das ist so eine gewisse Art von mir, weil ich bin so gewissermaßen so ein Forscher von Bodenproben. Also ich nehme gerne Bodenproben. Dementsprechend robbe ich halt auch gerne auf dem Boden rum. So ist nicht. Also in Spielen wie Hunt Showdown, Elden Ring, Dark Souls. Also da fühle ich mich heimisch, so könnte man sagen. Unter anderem allerdings auch in RPGs, wie jetzt zum Beispiel Baldur's Gate 3, Starfield und anderem. Immer noch Lieblingsrollenspiel ist für mich Witcher 3. Wobei Baldur's Gate 3 so langsam so ein bisschen den Rang abläuft, aber Geralt mag ich momentan immer noch lieber, könnte man sagen. wirklich, wirklich gechillt. Es kommt drauf an, was du mit wirklich, wirklich gechillt meinst. Rayleigh. Ihr seid gerade im Sumpf und macht die Hexe platt. Ja, ich bin quasi noch im ersten Akt, weil ich spiele meist nur sonntags, außer jetzt die kommende Woche. Da wird es auch den einen oder anderen Tag mehr geben, wo ich ein bisschen am Baldur's Gate 3 spielen bin, weil ich Urlaub habe. Aber ansonsten eigentlich immer nur sonntags. Unter der Woche gibt es meistens Hand. Und am Wochenende dann samstags. Momentan dann Starfield. Und sonntags Baldur's Gate 3, weil ich dann halt so zeitlich halt Zeit habe, könnte man sagen. Ist auch noch der erste Akt. Ach so. Ja, Mensch. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen das, das Goblin-Lager platt gemacht, könnte man sagen. Und bin gerade auf der Suche nach dem Nachtlied.
Habe es leider noch nicht gefunden. Das ist sehr lieb von dir. Dementsprechend werde ich eventuell auch nicht spoilern, falls es hier irgendwas gibt, was du eventuell noch nicht gemacht haben solltest. Aber du bist scheinbar schon weiter als ich. Ah, das habt ihr das letzte Mal gemacht. Okay. Okay, dann such dir mal einen anderen Stamm. Schattenherz ist inspiriert, okay. Warum ist sie inspiriert davon? Egal, wir haben einen Inspirationspunkt bekommen. So, ich wollte allerdings noch weiter gucken. Also, für mich macht es so den Eindruck, als ob ich in den Abgrund springen müsste, aber ich würde trotzdem gerne noch weiter gucken, ob ich irgendwie irgendwo anders irgendwas sehe, finde, was ich eventuell übersehen habe, wo wir eventuell noch weiter runterkommen. Vielleicht sollte ich auch nochmal rausgehen. Es gab ja im Goblin-Lager noch das eine oder andere. Wobei, es war ja Verbindung mit dem Tempel. Sprich, die Antwort muss hier sein. Wir hatten bisher allerdings noch keinen Wahrnehmungswurf und es müsste für das Nachtlied noch weiter bergab, weiter runter halt gehen, sagen wir es so. Dementsprechend gucken wir vielleicht hier unten nochmal. Das Lager war echt witzig. Hast du die Goblins platt gemacht oder was habt ihr Feines gemacht? Und ich suche das Nachtlied. Das ist quasi diese eine Quest, wo du diesen... Oh Gott, war das ein Amulett? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe die Quest irgendwo mal mitgenommen. Ich kann hier schon gar nicht mehr sagen, wo. Und auf jeden Fall... Was war denn das? Wo habe ich denn die Quest mitgenommen? Mal eine Abenteurer, der Zwergbein besitzt eine Karte, die zum Nachtlied führt. Er wurde allerdings von Goblins beim Tempel getötet. Das Nachtlied ist eine Art vom Tempel. Es muss sich im Goblinlager befinden. Ein Magier im Baldustor verspricht denjenigen, der ihm das Nachtlied bringt, würde eine stattliche Summe Geld bekommen. Wobei ich das hier, der Ausgangspunkt war irgendein Typ oder so, der mir einen Zettel in die Hand gedrückt hat. Irgendwie ein Gespräch war das. Fragt mich jetzt aber bitte nicht wo. Ich erinnere mich nur noch vage dran, leider. Wenn halt, wenn du es wirklich nur einmal die Woche spielst, zwar dann halt auch dementsprechend meistens länger und halt dementsprechend auch ein bisschen was machst, aber trotzdem, boah. Geht dann halt immer so viel flöten, könnte man sagen. An Informationen, weil du vergisst halt auch einiges, ne? Ist halt so schlimm. Eigentlich müsste ich mir dann das Ganze nochmal angucken. Das kann natürlich sein. Benny, das Mami? Kann natürlich sein. Mami. Und so guckt sie. Ich hoffe, ich habe es übrigens richtig ausgesprochen. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Familientreffen. Vielen, vielen Dank nochmal für dein Raid. Und... Weil ich denke mal, das ist so ein bisschen von Succubus so ein bisschen abgeleitet, oder? Weil wird ja, glaube ich, auch mit Doppel-C geschrieben. Also beziehungsweise so ein bisschen Verbindung. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank nochmal für dein Follow, für den Raid. Und hab einen schönen Sonntag noch. Und bis die Tage. Ich versuche mich auf jeden Fall dann bei Gelegenheit mal zu revanchieren. Mit Tollpatschig, da kann ich ein Lied von singen. Da kann ich ein echtes Lied von singen.
Ich glaube, ich habe irgend... Ich weiß nicht, ob er mir den Zettel freiwillig übergeben hat oder ob ich ihn aus seinen toten Händen gerissen habe, Benny. Das kann ich ja echt nicht mehr sagen. Hallo, ist raus. Subi. Danke, Ronny. So. Nichtsdestotrotz, also ich habe immer noch die Befürchtung, wir müssen mal der Höhen... Ja, beim Höheneingang... Rettungswurf... Achso, Netz. Ich glaube, wir waren hier schon bei der Höhle und haben nicht so sonderlich weiter viel gesehen. Wir versuchen das gleich mal mit in den Abgrund springen. Schändeter Tempel. Weil hier war nichts weiter. Also zumindest nichts, das ich irgendwie so feststellen konnte. Hier. Wir hatten hier, glaube ich, auch keinen Wahrnehmungswurf. Und hier weiter hoch sind wir auch nicht gekommen. Wobei wir hier auch noch nicht waren. Aber wenn ich das hier so sehe, Palmer, Leibwache des, der Hohepriesterin. Hier ist ein Weg. Ist die Frage, ob wir noch einen Weg nicht gegangen sind. Müsste ich mal gucken. Ansonsten... Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch. Und vielen, vielen Dank nochmal. Das war hier irgendwo rechts, ne? Kann natürlich auch sein, dass wir zur Not muss ich nochmal rausgehen gucken, dass wir irgendwie anders reinkommen. Oh, geöffnet. Schlüssel der Priesterin benutzt. Ah, Schlüssel der Priesterin benutzt. Ah ja, schau mal in der Guck. So, warte, ich speichere nochmal. Weil was ich beim vorhin mal auf jeden Fall nicht gemacht habe, ist halt das regelmäßige Speichern. Das war, ja... und ich würde mal eine lange Rast hier einlegen, auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, mittlerweile mal ganz gut. Dann können wir uns auch mal mit Wallo unterhalten. Du meinst das öftere Speichern, Ronny? Ja, man vergisst es halt auch das öftere Mal, ne? Es Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Sehr gerne. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists and, of course, your esteemed company. Ah, Mensch. Vielen Dank. Was wisst ihr über die Gedanken? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Interessant, erzähl mehr. Wobei das aber auch interessant wäre. I do. But why do you? Weil wir selbst eine Larve in uns tragen. That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. Also du kannst mir glauben oder nicht, wir haben einen in uns. Also nicht nur einen, momentan glaube ich mittlerweile 4, 5 so irgendwie. Könnte euer Unglaube doch nur die Tatsachen ändern. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. Nein, sind wir aber nicht. Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Nicht ganz. Untersucht mich und... Oh Gott, ich will nicht wissen, was passiert, wenn er uns untersucht. Er hat bestimmt seine Hand dann an manchen Flecken etwas länger als gewöhnlich, vielleicht. Perhaps that's for the best.
I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Ja? Könnt ihr helfen? Also, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich will das Ding um jeden Preis loswerden, das wäre ein bisschen Haarspalterei. Also, wir haben uns selbst 3-4 Stück dröftig eingesetzt. Also, und jetzt zu sagen, wir wollen es um jeden Preis loswerden, das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Ja, und das mit den Speichern, das vergiftet man gerne mal. Es gibt zwar diese Autosave-Gedöns, aber das speichert halt auch nicht immer so da, wo man es eventuell gerade braucht, ne? Und dann trifft man vielleicht irgendeine Entscheidung oder ist an einem Punkt, wo man eventuell hätte vorher speichern sollen. Und dann stellt man fest, Mensch, hättest du mal gespeichert, ne? I mean, yes. I suppose I can. Was heißt wahrscheinlich? I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Okay, dann tun wir das. Oh, was haben wir hier bekommen? Die Jacke des Wohlwollens. Heilende Reime. Wenn du eine Verbündete mit bardische Inspiration inspirierst, erhältst du 4 temporäre Trefferpunkte. Klingt eigentlich gar nicht, aber wir haben keinen Baden.